Hi. Wie steht's? Die Gegend hier ist ziemlich gefährlich. Also kehr besser um. Wir wollen ja nicht, dass dir was passiert. Du bist echt nett. Irgendwie. Sind hier in letzter Zeit Banditen vorbeigekommen? Keine Ahnung, wovon du da redest. Solange wir hier Wache stehen, kommt hier niemand vorbei. Schon gar nicht die lausigen Banditen. Frag mal die Bauern da hinten. Vielleicht haben die was gesehen. Ich hätte ihn mir wesentlich ruppiger vorgestellt. Dass er gleich sagt, dass wir uns verpfeifen sollen, dass wir nichts zu suchen haben und sowas, ne? Aber nö, war recht höflich. Was ist mit dir? Wo führt dieser Weg hin? Hinter dem Tor liegt der Pass, der zum Minental führt. Auf dieser Seite stehen wir. Auf der anderen Seite haben sich ein paar Orks festgebissen. Geh lieber wieder zurück. Du kannst hier eh nicht durch. Und wenn ich auf eigenes Risiko gehe? Dann würdest du sterben. Deshalb stehen wir ja hier. Damit du nicht auf solche dummen Gedanken kommst. Na gut, der war schon eher ein bisschen ruppiger. Und das nehmen wir mal mit. Scheint die Jungs ja nicht zu interessieren. Ja. Also haben leider nicht so viel gewusst, wie sie eventuell hätten wissen können. Die stehen wirklich wohl den ganzen Tag nur da, braten sich ihr Fleisch und... Ja, das war's. Gut, wir sollten... Oh genau, wir wollten den Lurker umgehen. Und jetzt, wo Garn hier vorne am Jagen... Garn? Jetzt, wo Garn hier am Jagen war, aber es ist vielleicht ein wenig sicher. Ist der Schatz überhaupt hier auf der Insel? Nee. War so der erste Reflex, ne? Wenn der andere Schatz schon unten bei den Wasserfällen war, dann geht er wohl auch. Aber nein. Da ist nichts. Genau bei den zwei Lurkern. Also wir könnten sie zu den Paladin locken oder wir könnten nochmal Garn suchen. Garn würde mehr Sinn machen, oder? Ich meine, der freut sich bestimmt über so ein paar Lurker heute und Clown. Weil er kann die abmachen. Wie er nicht. Garn. Warst du eben noch hier? Nicht, dass er jetzt alleine losgezogen ist, um das schnaubende Tier zu suchen. Ja, er scheint echt weg zu sein. Das ist der nächste Lurker. Also ist er hier nicht lange gekommen. Da sind noch mehr Lurker. Nö. Ist er vielleicht zum Hof? Da können wir mal kurz hinschauen. Sonst müssen wir es wirklich versuchen. Mit Feuerball gleich ein Eispfeil hinterher. Es sollte einen von denen töten, den anderen. Ja. Es gibt doch nur noch mehr Ärger. Nö, ich sehe hier niemanden mit einem 3 Meter Bogen, außer dem da. Aber nee, Garns Bogen waren noch größer. Das war ein richtiger Langbogen. Also, ein richtiger Langbogen, nicht so, wie man das sonst so kennt. Ne? Die waren lang. Richtig lang. Unhandlich lang. Hier sind nur Pilze. Nee, gut, also Garn ist weg. Das heißt, wir versuchen das Ganze jetzt mal alternativ mit Zaubersprüchen. Vielleicht hier? Ja. Innerstatue hätten wir da noch. Oh, noch ein Degen. Hey, da ist er doch. Garn. Was machst du bei den Wildschweinen? Warum hast du einen Stock? Ein Mist viel weniger. Geht's dir gut? Oh, nee, 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 dir geht's ganz und gar nicht gut. Sehr gut. Können wir einen Heiltrank geben? Wir haben gar keinen, ne? Und das da hinten wird wohl das schnaubende Vieh gewesen sein. Ja, die Idee mit den Lurkern hinlocken ist jetzt nicht mehr ganz so wirklich eine gute Idee. Weil ein Prankenhieb von einem Lurker und Garn kippt um. Okay, er muss aber mit dem Bogen schießen. Also Garn, wir locken gleich die Lurker da mit dem Feuerball an.
Und eventuell noch mal Eispfeil. Du müsstest dann bitte, bitte, bitte deinen Bogen benutzen. Okay? Nicht mit deinem komischen Knüppelstöckchen da versuchen reinzurennen. Okay. Dich könnten wir auch noch mit reinnehmen. Also 4, 5, 6. So. Oh, er kommt alleine. Ein Mist wie weniger. Staub. Und er doch den Knüppel benutzt. Kluges Kerlchen. Ich wollte nicht dich angreifen. Du nichts merkst, zu plündern. Merkst schon, dass da so ein... Egal. Garn. Bogen. Ein Mist wie weniger. Okay. Ja, schön. So hätte ich mir das eher vorgestellt. Jetzt zu der Beute. Da können wir dir leider nichts von abgeben. Das ist nicht unser Zeug. Aber wir können dir später mal was... Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. So. Zurück zum Piraten. Und hoffentlich eine richtig schöne Belohnung einstecken. Wieder abkürzen? Weil Pirat war ja an der Weggabelung. Wenn wir bei Buster runterspringen, sind wir, glaube ich, schneller. Also, hoffentlich ohne uns den Hals zu brechen. Aber das sah nicht so tief aus. Also direkt hinterm Hof waren ja die beiden Wasserfälle. Von dem Fluss da. Eventuell können wir auch im Wasser laufen. Was? Eventuell können wir auch ins Wasser springen. Das sollte dann auf keinen Fall wehtun. Ist nicht so schön für eine Lederrüstung, im Wasser zu schwimmen. Aber ich denke mal, die Rüstung hier hat eh schon viel durchgemacht. Die sieht nicht mehr wirklich schick aus. So, oder wir rutschen da runter. Ja. Yeah. Kommen wir hier nicht mehr weg? Doch, hier. Ja, das läuft doch super. Also theoretisch könnte man vielleicht sogar hier hoch kraxeln, wenn man zum weiten Plateau möchte. Geht das? Gucken wir mal. Ja, also das ist eine super Abkürzung zum weiten Plateau. Merken wir uns bei Busters Hütte. Einfach schräg hoch. Ist wesentlich einfacher zu Benga zu kommen, als über den Talkessel an den Banditen vorbeizuschleichen, an der schnaubenden Bestie sich vorbeizuschleichen und dann, ne? Dahin zu kommen. Dann war das jetzt hoffentlich alles. Hey! Ich habe deine vergrabenen Sachen gefunden. Dann müsstest du jetzt etwa 100 Goldmünzen, einen goldenen Kelch, eine silberne Schale und ein Amulett bei dir haben, die mir gehören. Her damit! Hier hast du die Sachen. Ein Säckchen mit 100 Goldmünzen, ein Goldkelch, eine silberne Schale und ein Amulett. Sehr gut. Hast Glück, dass du nicht dumm genug bist, mit den Sachen einfach zu verschwinden. Hier hast du deinen Anteil an der Beute. Ja, das ist ein sehr fairer Anteil. Ist ja nicht so, dass wir die 300 Goldmünze an Zaubersprüchen verballert haben, um an deinen doofen Schatz ranzukommen. Was ein Sack. Was jetzt? Den Banditen können wir es nicht aufnehmen. Sollten in der Stadt Bericht erstatten gehen. Hm? Du. Wolltest du nicht Dexter aufmischen gehen? Ja, gehen wir zur Stadt zurück. Gucken, ob Vatras irgendwas von den Informationen akzeptiert und vielleicht eher eine kleine Belohnung rausrückt. Dann können wir uns auch noch umschauen bei Martin. Ihm von den Waffen erzählen, die in Richtung... Ja, in welche Richtung überhaupt? Die führten jetzt nicht zu Dexter. Ich hätte das anders gemacht. Die führten beim weiten Plateau weiter. Irgendwann muss das hier so kommen. Oh nee, warte, er hatte gesagt, unten in den Talkessel sind. Das sind die Banditen. Sind das die Banditen mit den Waffen oder sind das die Banditen, die anderen Banditen? Ja, wahrscheinlich sind das sogar dieselben.
Also wir wissen theoretisch, wo die Waffenlieferungen hin sind, aber wir sind nicht stark genug, um die da aufzumischen. Aber das können wir vielleicht auch hinbekommen. Wir haben ja doch recht viel wertvolle Sachen dabei. Die können wir dann hoffentlich verkaufen und eine ordentliche Zweihandwaffe für uns besorgen. Wobei es fraglich ist, dass wir irgendwas finden, was, ne, nicht so hohe Anforderungen ans Gewicht und Stärke hat. Und besser ist als diese schadige Axt jetzt. Na, schauen wir mal. Kleiner Zwischenstopp in der Taverne vielleicht. Kann man sich nicht drauf verlassen. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Irgendwann da. Muss das jetzt. Zeig mir deine Waffe. Klar, Bruder des Rings. Von mir erfährt keiner was. So, viel zu schwer, viel zu schwer, viel zu schwer. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Leichter 2, naja, 75 Stärke. Das ist doch lange bekannt. Ist noch ein bisschen hin. Der Rest ist Ramsch. Das habe ich früher auch immer gesagt. Ja. Ich hab was anderes. So, wir haben da. Hier brauchst du das nicht zu sagen. Der kann weg. Da kannst du kann eh weg. Nichts dran hin. Grobes 8 Münzen. Wow. Ich bin ganz ja, die Degen. Wir brauchen ein wahrscheinlich als Beweismittel. Der Rest sollte verkaufbar sein. Ich hab was die selbstgeschmiedeten Schwerter verkaufen wir lieber direkt an unseren Lehrmeister. Rapier, der ist richtig, richtig gut. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Allerdings braucht er mehr Geschicklichkeit. Ich weiß haben gar nicht mehr, so wie man noch glauben kann. Ich werde mich da nicht einmischen. Wie war es beim Schmuck? Wir haben eine goldene Schale. Ist doch wahr. Goldenen Ring. Das ist wirklich nicht mein Problem. Hält sich auch so in Grenzen, ne? Das kann doch nicht Zimmerschlüssel. Sein. Die Beutel können wir da aufmachen. Und wir können den glühenden Stahl und den Rohstahl und so weiter, den können wir weiterverarbeiten zu weiteren Schwertern und die dann auch noch verkaufen. Von mir erfährt keiner was. Ja, das sollte hinhauen. Schlafen oder in die Stadt? Ah, schaffen wir noch. Hm? Wir müssen nicht verlaufen. Wie ist denn von der Pinta aus der immer schnellste Weg zur Stadt? Da lang, ne? Unter der Brücke durch, bei den Banditen. An dem frustrierten Händler vorbei. Hey! Also. Wegen der Steintafeln. Ich habe einige davon. Ich danke dir. Eine fehlt mir jetzt noch. Natürlich werde ich sie dir bezahlen. Ernsthaft? Zeig mir deine Ware. Ich kann dir nichts. Aber. Ja, naja. Es waren noch schon ein paar. Also, er will nur die haben, die besondere Schrift. Also er will eine bestimmte Art von Steintafeln haben. Wahrscheinlich welche, die seinen Steintafeln ähnlich waren. Also müssen beide die Augen offen halten. Ja gut, schade. Weil Vatras hätte die Steintafeln auch genommen und der gibt uns dafür wenigstens Heiltränke. Aber gut, merken wir uns. Alter Mann Richtung Taverne möchte noch eine Steintafel haben. Ein paar Waldbeeren zum Naschen können wir auch mitnehmen. So, hier ging es hoch zu noch einem Hof. Das ist der Hof, der öfters mal bedrängt wird von den Söldnern. Da schauen wir uns dann also auch bei Zeiten um. Idealerweise eigentlich, wenn wir selber schon Teil der Söldner sind, oder? Den können wir sie vielleicht besser überzeugen. Und haben vielleicht eine ordentliche Rüstung. Weil damals im neuen Lager, als wir uns Lee angeschlossen haben, haben wir gleich eine schicke neue Rüstung bekommen. So leicht bläulich, ne? Also wird es auch hier hoffentlich wahrscheinlich genau so sein. Ich meine, die werden ja von Ona gut durchgefüttert. Ausrüstung bekommen sie, wenn sie auch Banditen überfallen und Milizen aufmischen. Sollten also ganz gut bestückt sein. Hier ist unsere Wache. Hey. Wir wollen nicht nach Hilfe rufen. Wir haben nichts hinter uns. Ist alles gut. So, dann zeig mal her, ob du vielleicht irgendwas hast. Das ist, glaube ich, den Richtstab oder so ähnlich. Zeig mir deine. Such dir Wasser. Nagelkeule, nein. Hellebarde.
Ist eine Zweihandwaffe. Bräuchte aber mehr Stärke, als wir haben. Kampfstab. Ja, nee. Weltrüben. Ja, aber keine Weltrüben verkaufen. Ich muss weiter. Von mir. Hände drüben auch noch, auch wenn es schon langsam dunkel wird. Sind sie noch auf ihrem Platz? Zeig. So. Zweihandwaffe, Richtstab, ja. Die wäre definitiv stärker und könnten wir auch nutzen. Kostet allerdings 600 Goldmünzen. Oh, wir können einen Rohstall hier kaufen. Ja, dann machen wir es doch mal folgendermaßen. Wir machen unsere Säckchen auf. Gucken, was da so bei rumkommt. Das ist Apfeltabak. Ja, nicht genug. Dann, ja, erstmal in die Haie. Ordentlich schlafen. Und morgen früh gehen wir zu unserem Lehrmeister und zeigen ihm die Schwerter, die wir geschmiedet haben. Verkaufen sie für eine stattliche Summe. Das müssten, glaube ich, 250 Goldmünzen jeweils gewesen sein. Und schmieden dann auch noch neue. Bis zum nächsten Morgen. Kratzepü. Zum Lehrmeister. Ne, nicht so früh morgens Bier, ne. Wir wollen produktiv sein. Nicht rumlümmeln. Das können die Schafshirten und Balladine machen. Können wir uns nicht leisten. Also, hey du. Hey, du. Ist jetzt schon eine Weile her, dass du das letzte Mal da warst. Wo hast du dich schon wieder rumgetrieben, hm? Bring mir bei, wie ich ein ordentliches Schwert schmieden kann. Das hatten wir schon. Oh nee, das ist ein edles Langschwert. Aber nee, später. Ich will meine geschmiedeten Waffen verkaufen. Gut, gib her. So, und hier hast du deinen Lohn. Hui, sehr schön. Das ist ein Batzen Gold. Gut, 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 gut. Das nutzen wir dann. Also unsere jetzige Waffe... Ja, ist halt eine rostige, schadige Axt. Der Stab wird schon um einiges besser sein. Vorerst zumindest. Bis wir dann selber mal was Ordentliches schmieden können. Weil ein Langschwert ist halt... Das ist zwar lang, richtig, aber es ist trotzdem eine Einhandwaffe. Aber dort, wo Adanos stand... Gute Einhandwaffe, wegen der Reichweite, weil es halt ein Langschwert ist. Aber wir können mit Einhandwaffen halt nicht so gut umgehen wie mit Zweihandwaffen. Und das sollten wir nicht hin und her mischen. Das heißt, du kriegst einen ganzen Batzen Gold. Zeig mir deine. Wirklich? Hier. Das ist ja interessant. Den hätten wir gerne. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Und all dein Rohstahl? Das ist doch kein Geheimnis mehr. Und wir behalten die rostige Axt, falls wir mal ausgenockt werden, dass wir dann eine Ersatzwaffe haben. Aber die Schwerter können weg. Wenn ich es nicht, und hier hast du noch ein paar Stücke. Das, weil du anscheinend Stöcker magst. Gut. Danke. Ich habe was anderes gehört. Gucken wir mal. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Ich habe so einiges gehört. Das habe ich schon. So viel gesagt. Länger scheint die Reichweite gar nicht zu sein. Ich habe was anderes gehört. Aber dafür ist es schön scharf, es ist nicht rostig. Sollte also hoffentlich sein Gold wert sein. So, Vatras, was ist mit dir? Hast du für uns jetzt endlich mal eine Belohnung?